Wir bewegen uns jetzt weiter zu dem Werwolf. Nicht zu dem amerikanischen Werwolf in Paris oder London oder sonst irgendwo. Nein, wir gehen in den Untergrund. Zu dem Underground Werewolf. Ein Film, den NSM angekündigt hat, nur um bei mir die Reaktion hervorzurufen. What the hell is this? Aber dann habe ich die Cover Artworks gesehen, habe gesehen, hässlich, hässlich, bist du deppert, ist das geil. Das ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sogar die alte deutsche Videocover-Version, ist aber ein unglaublich bösartig, reißerisch gezeichnetes Cover, das ich einfach nur genial finden muss. Schaut euch an, wie geil dieser Werwolf lacht. Irgendwie ist er vielleicht hier beim selben Zahnarzt gewesen wie die Zombies vom Frontcover von Das Leichenhaus der lebenden Toten. Außerdem hat er sich natürlich sein Abendessen schon eingepackt. Die sieht mäßig begeistert aus, wobei ich bilde mir ein, ich habe irgendwann einmal ein Video von Paris Hilton gesehen, wo sie einen ähnlichen Gesichtsausdruck drauf hatte. Dann liegen unten am Boden noch Artbooks und Cellar Dweller Comics. Because tree. Und das Ganze ist aber wirklich geil gezeichnet. Irgendwie diese Dämonenfurz, der da aus der Kiste hinten rauskommt. Das Ganze schön in dem wunderbar beleuchteten Keller. Wer die Spot-Scheinwerfer aufgestellt hat, will ich gar nicht wissen. Vor allem, wenn der Underground Werewolf da festgekettet wurde, dann weiß ich irgendwie auch nicht ganz, wie diese, nennen wir sie, dumme Truller, es geschafft hat, mit Comicheften und Kunstbüchern in den Keller zu gehen, um sich dort von einem gefesselten Monster fressen zu lassen. Dagegen war ja sogar der Plot von Castle Freak für Intelligente. Aber schauen wir mal weiter auf das auf das Backcover, wo wir eine Inhaltsangabe finden, die alleine durch ihren Zeilenabstand von 1,5 zeigt, okay, es gibt in dem Film nicht einmal genug Inhalt, um diesen Textblock zu füllen. Das Ganze sieht, finde ich, sogar für NSM-Verhältnisse hier auf dem Backcover irgendwie steif, steril und uneinladend aus, aber dafür ist dieses Mediabook mit diesem Cover limitiert auf 555 Stück und wie gesagt, wie aktuell bei einigen Releases der Fall. Zumindest das Frontcover ist ja geil. Dieses Artwork haben wir übrigens auch hier links auf der Blu-ray drauf. Rechts ist dann die DVD untergebracht mit eben einem anderen Covermotiv. Aber ich musste schon vorab grinsen. Nein! Alter, wie geil ist das? Ich meine, das Allerschlimmste, ich meine, irgendwie, ich meine, da schreit sie wegen am Titel. Da schaut sie nicht richtig das Monster an. Was ich nur schade finde irgendwie, ist, dass diese rechte Seite von dem Booklet, so von dem Mediabook innen Artwork so leer ist. Ich meine, ich erkenne, dass das die Hand des Monsters ist, aber irgendwie hätte man das Ganze doch irgendwie so bearbeiten können, dass man da zumindest das Monster hineingefotoshoppt hätte, dass eben ihr... ist das geil. Ihre Reaktion. Nein. Bitte. Vor allem, wie er mit den Fleischfetzen im Mund und auch nicht so quasi aus dem Booklet rausschaut. So quasi, na, du könntest der Nächste sein. Es ist unfassbar. Wahrscheinlich ist sie gerade diejenige, wo er dieses Stück Fleisch rausgebiert. Also ich würde mir jetzt ehrlich gesagt wirklich gerne einreden lassen, dass der Film in Wirklichkeit eine Komödie ist. Ja, genau, das ist das Innenartwork. Ist das geil. Super. Super Sache. Da bin ich echt gespannt. Booklet diesmal wieder von Nando Rona. Ist wirklich eine nette Geschichte. Ist zwar natürlich wieder mal ein Standard 0815 Mediabook von NSM, aber zumindest kann man sagen, sie haben ein geiles Cover und der Film schaut ja urgeil aus.